So. Vielleicht noch einen weiter. So. Ach, muss ich gleich machen. Mach ich gleich, wenn ich wieder Holz dabei habe. Aber das ist so eine spontane Idee jetzt so gewesen. Deswegen alles im grünen Bereich. Jetzt gehe ich irgendwo hin, wo mich einfach auch niemand kennt und baue da ganz viel Erde ab. Ist am besten, ne? Was ist das denn da für ein Unsinn? Hallo? Entschuldigung, junge Frau, wir sind hier, um ihr Adapter zu überprüfen. Das sieht gruselig aus. Das war damals von meinem Schlag den Matti-Video. Da habe ich hier ein Sofa und so weiter hingebaut und das alles in die Luft gesprengt. Guck mal, hier liegt sogar noch was rum. Das lag jetzt 2 Jahre da rum. Mein Gott. Dass da nicht einer mal sich erbarmt, ein bisschen aufzuräumen. Verwunderlich. So, ich mache jetzt erstmal das hier kaputt. So, zack. Okay. So. Jetzt haben wir ganz viel Holz wieder dabei. Ich meine, wenn der Giga Drill Breaker oder der Super Holzfäller Move hier verfügbar ist, dann kann man hier einfach auch schon mal ein bisschen was abholzen. Sonst machst du ja nur Leerverkäufe und das ist Unsinn. Leute, niemals Leerverkäufe machen, das geht nicht. Wenn ihr Leerverkäufe macht, dann ist das alles grausam und gruselig. So, jetzt hier. 2 Stacks an Holz. Das ist nicht schlecht. Hier noch ein bisschen mehr. Guck mal, wie viel. 2 Stacks und nur 7 Stück. Damit kann man doch leben. Für 20 Sekunden Arbeit ist das schon eine gute Summe. Okay. Hier haben wir wieder eine Wasseranbindung. Das finde ich gut. Das haben wir ehrlich gesagt zu wenig. Und im Endeffekt könnte man hier eigentlich auch ein Haus hinbauen, ne? Sollen wir das einfach mal machen? Und hier ist doch so eine... das ist gefährlich. Ich nehme mal das hier weg. Vielleicht mache ich auch nur den Grundriss vom Haus. Und irgendwann, wenn ich dann in 20 Folgen oder 40 oder 70 hier nochmal herkomme, kann ich das ja fertig machen. Ich habe ja auch nicht alles mit, was ich brauche. Stein fehlt mir. Obwohl ich den relativ schnell holen könnte. Nee, das andere... Der andere Holztyp, der fehlt. So, na mal, mal. Machen wir mal das alles erstmal weg. Weg, 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 weg. Oh ja, ich finde Schlager toll, Leute. Das ist es. Thomas Gottschalk. Die... Lebende Legende? Lebend? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Bei solchen Sachen ist es bei Minecraft immer gruselig. Weil ich nämlich gerne mal ein bisschen im Voraus aufnehme. Und den Rest des Satzes könnt ihr euch denken. Okay. So. Vielleicht hier ein bisschen weg. Nein, das Lied ist natürlich I Love Rock'n'Roll, aber jeder von uns kennt die Thomas Gottschalk-Version. Zumindest ich kenne sie noch. Und wenn du in den 90ern groß geworden bist, kennst du die vermutlich auch noch. So, habe ich das jetzt weggeworfen? Nee, ne? Ist es noch irgendwo vorhanden? Ja, ist gut. So. Zack. Nee, einer da hinten, oder komm. Eine noch. Jetzt. Zack. So. Das ist dann das Haus. Irgendwann wird's fertig. Irgendwann. Aber heute nicht. Vor allen Dingen, diese Matti-Häuser zu bauen, ist gar nicht mal so einfach, gar nicht mal so schwer in Minecraft. Ne? Du machst einfach. Machst das einfach. Aber tendenziell geht das noch einen Schritt weiter oder zwei weiter nach links. So.
Jetzt ist das aber auch wieder so ein Bereich, wo mich jeder kennt. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht einfach auf Gedeih und Verderb einfach mal ein bisschen was abbauen. Ohne, dass sich einer beschwert. So. Okay, das ist jetzt irgendwie am Abgrund gebaut. Ist aber nicht so schlimm. Weil ist halt nicht schlimm. So. Die Bauordnung ist... Das Bauordnungsamt hat gesagt, ist okay. Dann ist das für uns alle okay. So. Und hier kann man dann wohnen. Das ist wie so ein Barebone-PC. Was sie dann immer damals als großes High-End irgendwas da angepriesen haben. Aber dabei ist das einfach nix. Das ist einfach gar nichts. Ich weiß noch, damals in der Screen Fun, da waren dann irgendwelche solche Artikel über die Barebone-PCs. Und du konntest auch welche gewinnen. Und dann standen da so Sachen wie, für Prozessor und Grafikkarte sorgt ihr selber. Dann denke ich mir, das ist doch einfach auch das Teuerste in so einem Ding. Wenn du einen ordentlichen Rechner hast, Grafikkarte und Prozessor, da holst du mal, das kostet. Ah, naja. Gibt es das noch so, Barebone-PCs? Wisst ihr das? Macht man das noch? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist ja, irgendwann gab es ja dann auch so kleine Netbooks. Und dann waren so Barebone-PCs einfach auch so super out. Vor allen Dingen, gab es ja so Netbooks, die auch theoretisch was konnten. Ich habe auch eins, also so ein richtig schlechtes eigentlich. Aber ich kann darauf, theoretisch kann ich darauf WoW spielen. Habe ich sogar schon mal gemacht. Und es geht. Es geht. Obwohl das ziemlich schlecht ist und nur so eine billige Onboard-Grafikkarte hat. Aber es geht. Ich habe gerade wirklich M gedrückt, weil ich auf die Karte gucken wollte. Seht ihr mal, so weit ist das schon. Okay, hier ist das hässliche Haus. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Wenn ich mich jetzt so verlaufen hätte, ne? Wäre schon nicht cool gewesen. Da wohnt Skala, genau. So. Da ich es gerade noch habe. Wenn ich jetzt mal einen Baum fällen. Den hier auch. Vielleicht kriege ich den hier noch hin. Und den danach. Und den hier noch. Und den hier mit Glück. Aber das war's auch. Tja. Ja, ist eine gute Ausbeute gewesen. So, wo ist er denn? Gib mal hier. Gib mal hier fertig. Gib mal hier Sach. Gib mal hier Blödsinn. Gib mal hier Mach. Oh ja. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Jetzt aber ein bisschen Erde dabei. Definitiv nicht viel. Also diese Tour hat sich jetzt nicht so unbedingt gelohnt. Aber ein bisschen zumindest. Das reicht ja. Nee, das reicht nicht. Guck mal, wie viel wir hier noch aufschütten müssen. Das reicht hinten und vorne nicht. Aber zumindest haben wir uns Mühe gegeben. Ja. Und das alles abzusenken macht auch keinen Sinn. Das geht nicht. Manchmal sage ich so Sachen auch nur, um sie einmal gesagt zu haben. So. Ich bringe ja auch keine Argumente in so einem Fall, ne? Wenn ich jetzt sowas sage wie, ja, das abzusenken macht auch keinen Sinn. Dann, ach so, ja. Wo jetzt einige Zuschauer wahrscheinlich sitzen und sagen, ja, Maddie, warum senkst du das nicht einmal ein bisschen ab? Hör mal. Wäre das nicht eine Idee? Und dann sage ich einfach nur sowas wie, nee. Einfach so ohne Substanz. Einfach nur, nee. Nö. Einfach nein. Nö. Nö. So. Ja, wir sind nicht annähernd fertig. Aber ist okay. Wir gehen gleich wieder ins Bett und dann hauen wir nochmal ein bisschen die Schaufel in die Erde. Das Ding ist, so viel holt man da auch nicht raus. Theoretisch bräuchte ich eine plus 4 auf Efficiency Schaufel. Das wäre cool. Weil die kann einfach alles wegreißen hier. Da könnte ich, das halte ich einfach so grob in der Luft und zack, habe ich einen ganzen Berg abgebaut. Das gab's damals alles noch nicht. Leute, als ich Minecraft angefangen habe, gab's noch keine Verzauberung.
War einfach noch nicht. Und es war trotzdem ein groß gehyptes Spiel. Das muss man sich immer mal vorstellen. Man kennt ja so große Spiele wie Minecraft einfach auch größtenteils nur noch im Ist-Zustand. Aber damals, als sie richtig groß geworden sind, waren die einfach auch noch nicht so elaboriert wie jetzt. Das heißt, viele Features, die es heutzutage gibt, gab es damals einfach noch nicht. Und es war trotzdem ein Erfolg. Das muss man sich erstmal geben. Genauso wie er hier. Moin! Wegärgsten hier. Ich habe schon des Öfteren gesagt, dass ein Schwert hier überhaupt keinen Sinn macht. In diesem MC-MMO hast du einfach auch so eine super geile Axtexplosion. Kannst du mit dem Schwert nicht. Da ist so eine Axt schon besser dann. Axtexplosion ist auch ein Wort. Das will einfach jeder. Jeder will die Axtexplosion. Jeder. Guck mal, da ist doch eine schöne Spinne hier. Boom, Alter. Erstmal Gras weggerissen. Und sie so, oh nein, hallo. Wer bin ich? Wo komm ich her? Und er hier. Achtung. Und das hier. Boom, Alter. Boom, und es brennt und sowas. Ja, jetzt wird es langsam gefährlich. Vor allen Dingen, weil ich ja so ein hohes Level mittlerweile habe. Das ist schon viel. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung hier wieder. Und dann baue ich einfach mal ab. Wie gesagt, ich hätte so gerne eine besser upgradete Schaufel. Aber manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Aber das geht ja auch. Aber das geht nur während des Giga Drill Breakers. Das heißt, in so einem Fall müsste ich eigentlich so schnell wie möglich mich hier durch die Gegend holzen. Das Gute daran ist, je häufiger ich das mache, desto länger geht das. Also ich sammle da ja Skillpunkte und dadurch kriege ich ja mehr Zeit, gut geschrieben. Aber naja. So, 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 so. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt? Na gut. Das ist eine gute Zahl. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann fast schon fertig ist. Ich weiß nicht, wie viel da noch rein muss, aber vielleicht haben wir es ja gleich. Ich liebe es einfach, Minecraft auf... Pass mal auf, wir müssen jetzt auch mal fair sein. Sprach. Nee. Deutsch. Deutsch Österreich. Ah, da ist es. Ich habe jetzt gerade nach Österreichisch gesucht. Da Übersetzung sind eventuell nicht so 100% richtig. Was? Das ist... Alleine das hier schon. Nicht fertig. Was? Ah, was? Zurück zum Spiel. Was? Ich finde, so Österreichisch ist so ein bisschen wie Schweizerdeutsch, nur weniger... Und... Also, weiß ich nicht. So Actionheld locker, ne? So von wegen passt. Passt. Das ist so ein typisches Stallone-Line, ne? Sollen wir den hier abschießen? Wir haben aber. Oh mein Gott! Silvester! Da hinten! Da ist der schlimme Obermotz und der versucht uns alle umzubringen mit seinem Apache-Kampfhubschrauber und wir haben auch nur noch irgendwie 20 Kugeln in der Beretta und er so passt. 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 Was? Das ist so österreichisch. Einfach so ein... Ja. Das ist zu cool für diese Welt. Auch so ein bisschen vorbei. Ich war mal in Österreich und habe da einen Zupfenstrudel gegessen. Und ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ich dachte, das wäre Zupfkuchen, aber Zupfenstrudel... Ich weiß nicht. Damals hatte man auch kein Internet, um einfach mal nachzugucken. Da hätte man einfach nicht sagen können, pass auf hier, ja okay, Zupfenstrudel, google.de. Okay Google, sag mir, könnte ein Zupfenstrudel mich umbringen? Nein, konntest du damals nicht machen. Ging nicht. Es sägt wieder jemand hier. Der Nachbar sägt. Wir haben heute gesetzlichen Feiertag und der Nachbar holt eine Säge raus. Und vor allen Dingen hört sich das immer so an, als wenn der bei uns in der Wohnung wäre.
Ja, ich hab das da. Und dann hinterher, nachdem wir den Zupfenstrudel da gegessen hatten, mit Kaffee und allem Zinnober,